allgemein das sich enthalten von Dingen. Nennen wir das Amal. Amal. Wir nennen das auch Handlung. Und deswegen sagt Allah Ta'ala über die Banu Israel: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بَنِ مَرْيَمَ. Jene Ungläubigen oder die Ungläubigen unter den Banu Israel wurden verflucht von Dawud und Isa ibn Maryam. Dann berichtet er warum. Er sagt dies, weil sie unheilvolle Taten praktizierten, weil sie Schändliches praktizierten. Und dann sagt er hier das andere: und sie haben sich nicht gegenseitig davon abgehalten. Sie haben sich nicht gegenseitig davon abgehalten. Also hier haben sie etwas nicht getan. Richtig? Sie haben etwas nicht getan. Sie haben sich nicht zu dem Guten aufgerufen und sie haben sich gegenseitig nicht vom Schändlichen abgehalten. Dann sagt Allah Ta'ala: لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Übel ist das, was sie zu tun pflegten. Was haben sie getan? Dass sie etwas nicht getan haben. Versteht ihr? Oder versteht ihr nicht? Er sagt hier: sie haben sich nicht gegenseitig zum Guten aufgerufen und das Schändliche untereinander verboten. Also sie haben es nicht getan. Und dann sagt Allah Ta'ala: لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Übel ist das, was sie zu tun pflegt. Das heißt, nicht zu tun, also eine Handlung bewusst zu unterlassen, bewusst unterlassen, muss man hinzufügen. Es geht nicht darum, um die Dinge, die wir einfach so unterlassen, weil sie uns nicht in den Sinn gekommen sind. Es geht um Dinge, die man bewusst unterlässt. Das ist auch eine Handlung. Also wer bewusst den Alkohol nicht trinkt, hat er damit eine Handlung praktiziert? Hat er eine Handlung des Gehorsams praktiziert? Wer bewusst die Unzucht unterlässt, hat eine Handlung praktiziert oder nicht? Na, also das gehört auch zum Handeln.